Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen heute mal ein Deck, das ein bisschen verrückt ist tatsächlich und ich auch nicht weiß, ob ich das eigentlich im Ranked spielen möchte, ich werde es aber trotzdem tun. Und zwar ist es der Overload-Schamane. Ja, ich weiß, dieses Deck war noch nie beliebt und wird auch wahrscheinlich nie beliebt werden, weil es einfach nicht gerade das beste Deck ist. Ich habe mir aber nur gedacht, wir können eigentlich eine relativ interessante Combo machen und die auch spielen, und zwar die Snow Fury Giant Lesser Sapphire Spellstone Combo. Und zwar können wir den Lesser Sapphire Spellstone upgraden, wenn wir drei Overload-Karten gespielt haben. Drei Mana-Crystals overloaded haben. Und das ist tatsächlich eine ganz coole Sache, weil dann overloadet man den halt und kriegt eine Kopie eines Friendly Minions aufs Board. Wenn man natürlich um eins mehr geupgradet hat, kriegt man zwei Kopien. Wenn man ihn um eins mehr geupgradet hat, kriegt man drei Kopien. Und jetzt stell dich mal vor, wir spielen den Snow Fury Giant für Zero raus. Und hauen dann den Lesser Sapphire Spellstone einfach drauf und dann machst du plötzlich blum blum und er ist einfach mega hard OP. Das wär auf jeden Fall die Combo, die wir spielen können. Ansonsten haben wir noch eine andere kleine Wombo-Combo drin, wie ich es so schön nennen möchte. Und zwar die Guild Recruiter Turn 5 mit Flame Rift Faceless, dann direkt raus, der den Flame Rift Faceless direkt rauszieht. Ansonsten removen wir eigentlich immer so gut wie immer das Board und versuchen damit Kontrolle über das Spiel zu behalten. An sich sehr, sehr schwieriges Deck, auch schwierig zu spielen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hier Erfolg haben wird oder sonst was. Ich tendiere eher zu nein, wir sind gerade Rang 13. Es ist aber nicht schlimm, wenn wir noch ein bisschen absteigen, wieder auf Rang 14 mit was weiß ich was. Aber ich denke tatsächlich, das ist die einzige Chance, den Schamanen irgendwie wieder zurückzukriegen. Weil irgendwie, Schamane läuft gerade gar nicht. Schamane läuft überhaupt nicht. Das Einzige, was man spielen könnte, wäre Evolve-Schamane theoretisch, der Totem-Schamane hat ja versagt, möchte ich mal so sagen. Der Evolve-Schamane ist noch okay, aber meiner Meinung nach auch nicht ideal. Muss man einfach mal so sagen. Ancestral Spirit ist tatsächlich eine ganz gute Sache. Wir packen den Flame Wrath Faceless raus und kriegen sogar den Guild Recruiter raus. Schade, dass wir keinen Coin hätten, sonst hätten wir auf Turn 4 hätten wir den Guild Recruiter spielen können. Das wäre eigentlich eine ganz nette Wombo-Kombo so gewesen. Jetzt müssen wir halt gucken. Er wird wahrscheinlich den Tempo Rogue spielen, weil Tempo Rogue gerade eins der meistgespieltesten Decks ist und das ist nicht gerade gut. Ich finde es sehr interessant, ich habe mir auch mal angeguckt, wie sich jetzt gerade wieder die Meta entwickelt und es ist einfach so, dass gerade Priest und Rogue sich um den ersten Platz klopfen. Im Moment liegt wieder der Rogue vorne mit, lasst mich lügen, irgendwas mit 14,8% oder sowas? 14,8% circa. Wir spielen mal die Claw raus. Ich meine, wir brauchen im nächsten Zug den Overload hier nicht an dieser Stelle, also ist das vollkommen in Ordnung, wenn er jetzt hier irgendwie Knife-Hit macht oder sowas. Wir wollen ihn langsam. Kevin Shiny Finder. Okay, ich verstehe, mein Freund. Ich verstehe. Hit, Face and Turn. Er spielt die Mill-Variante. Bringt es uns irgendwas, irgendeinen Vorteil, irgendeinen Nachteil? Tatsächlich weiß ich das nicht. Obwohl, er muss gar nicht die Mill-Variante spielen. Es gibt so viele verschiedene Varianten, in denen man jetzt inzwischen den Dagger spielt. Den Kingsbane. Er ist einfach eine super Karte, Leute. Das ist so eine Waffe, wenn sie die Waffen mehr wie Kingsbane gemacht hätten oder wie Aluneth. Ich denke, dann würden die Waffen alle gespielt werden, weil sie einfach super stark sind. Aber Blizzard hat halt gemeint, nein. Blizzard sagt nein. Okay, er versucht hier natürlich jetzt auf die Waffe zu gehen. Wir haben auch keine Waffendestruction. Ah, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Ich überlege gerade trotzdem drauf zu gehen. Ja, komm. I don't give a damn, Leute. I don't give a damn. Wir machen das jetzt. Und dann gehen wir im nächsten Zug auf die Hero Ability oder auf Ancestral Spirit, wenn er es nicht removen kann. Und dann können wir da schon relativ lustige Sachen damit machen, denke ich. Coin auf 2. Doomsayer. Okay. Komm ich klar damit. Oh. Ja. Oder? Wir haben zwei im Deck, ja. Ja. Hätte ich mal gesagt, plopp. Ich hoffe, wir topdecken jetzt nicht noch ein. Das wäre ganz gut eigentlich. Okay, er könnte hier Eviscerate, aber normalerweise spielt mir dem Deck keine Eviscerate, wenn ich es richtig weiß. Aber ich meine, hey, es ist alles offen. Es ist alles offen, Leute. My mother does
Ja, spiel die Variante, die ich früher auch mal gespielt habe. Die ist wirklich stark, muss man sagen. Könnte jetzt hier für 6 hitten, hittet aber lieber da den Minion weg. Was auch schlau ist, Leute. Man muss es einfach sagen, es ist theoretisch schlau. So, was machen wir nochmal? Ein Devolve? Wollen wir nochmal einen Devolve haben? Ich meine, wir spielen erstmal das hier raus. We have cookies! Wenn er jetzt das Board nicht removed, dann klopfen wir ihn so zusammen, Leute. Vanish wäre eine gute Möglichkeit für ihn. Oh mein Gott, Vanish wäre super stark. Okay, er gibt uns den Card Draw. Snow Fury Giant. Snow Fury Giant ist nicht schlecht. Er müsste sich Life Leech geben, dass er das überlebt, glaube ich. Oder er muss einen Safe Fact traden. Er müsste einen Safe Fact traden. Shadow Step. Prep Vanish. Wild Blade. Okay. Okay, die Combo hat funktioniert, würde ich mal sagen. Okay, dass das funktionieren würde, hätte ich nicht gedacht. Wow, das ist. Ich finde es tatsächlich, es ist eine super coole Combo, wenn die 5 Mana 2-4er Tante noch Taunt hätte, also der Guild Recruiter. Wäre super, Leute, es wäre super strong, weil dann zieht man sich irgendwas so einen richtig geilen Vordrop raus, wie zum Beispiel den vom Schaman. Und damit macht man sich so unendlich viele Vorteile, das ist der Wahnsinn eigentlich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay, wir packen das mal alles weg. Feral Spirits wollen wir behalten, das ist eigentlich eine ganz nette Karte hier an der Stelle. Ah, ein Flame Raft schon mal auf der Hand, das ist nicht so gut, aber es ist okay. Das ist nicht so gut, aber es ist okay. Wir können auf Turn 3 das hier spielen, Turn 5 dann das hier spielen, Turn 6 irgendwie ihn plus irgendwas anderes. Mal gucken, wir dürfen auf jeden Fall... Die Problematik ist halt bei diesem Deck, Recruit ist so eine Fähigkeit, die kann funktionieren, kann aber auch total in die Hose gehen. Ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie nächsten Zug hier, Grüße, wenn wir nächsten Zug jetzt zum Beispiel nochmal einen Flamewraith Faceless ziehen oder innerhalb von den nächsten 4 Zügen, bis wir halt dann hier den Guild Recruiter spielen können, dann ist es GG, Leute, dann können wir hier nichts mehr machen, dann sind wir zu langsam wahrscheinlich. Maelstrom Paul Lantern. Dann sind wir einfach zu langsam, er spielt jetzt Tempo Mage. Tempo Mage könnte gefährlich sein, das ist halt genau die Sache, wir brauchen jetzt viel Removal. Sehr, sehr viel Removal. Das heißt also Maelstrom Portal, das heißt Lightning Storm, das heißt Volcano. Testen wir es auf dem Counterspell? Ich denke ja. Ich denke tatsächlich ja. Testen wir es mit einem Coin? Ich denke tatsächlich ja. Okay, das ist jetzt nicht so optimal gelaufen, ist aber okay. Dann spielen wir das hier raus. Mal einen Turn. Die zwei Wölfchen sind auch stark. Er müsste hier auf jeden Fall zweimal reintraden, müsste dann zweimal pingen. Das kostet ihn alles Züge und das ist sehr, sehr wichtig. Okay, Arcane Intellect, das heißt, er kann jetzt nicht mehr pingen. Das heißt, er muss auf jeden Fall einmal reinrennen. Wie werden wir ihn traden? Das ist eigentlich optimal. Wenn er jetzt nichts weiteres rausspielt, spielen wir einfach hier so ein Ding raus. Oh, warte mal, nein, wir haben keinen Mana dafür. Ah, suboptimal, aber okay. Wir hitten hier rein. Wir hitten hier rein. Er wird jetzt wahrscheinlich hitten... Ding machen, aber das ist okay, wir machen das Maelstrom Portal trotzdem, mal gucken. Primordial Glyph, sehr, sehr gute Karte an dieser Stelle. Wenn er jetzt ein Frostbolt rauszieht, ist es ein Vorteil für ihn. Deteriorability Phase, ja. Smarter Move, sehr smarter Move. So. Durability. Removal. Kriegen zwei Minions aufs Board. Ah, der gute 0-2er Divine Shield Taunt. Der ist tatsächlich jetzt gerade in dem Matchup gar nicht so schlecht. Im nächsten Zug ziehen wir hoffentlich kein Flamewraith Faceless, aber spielen ihn raus. Das ist tatsächlich ganz gut. Die Frage ist, kann er eine Copy spielen? Theoretisch könnte er halt eine Copy spielen. Und der Flamewraith Faceless ist gegen den Mage jetzt auch nicht gerade die Karte, wo man sagt, okay, unbesiegbar. Die Karte ist tatsächlich nicht unbesiegbar für den Mage. Zweites Secret. Ah. Komm, kopier den. Ach stimmt, ja, Explosive Runes spielen die ja alle. Stimmt, ja, die spielen ja alle Explosive Runes, gerade im Moment. Das Lustige ist halt, vom Prinzip können wir halt auch den Lesser Sapphire Spellstone auf die verschiedenen Dudes hier spielen. Also auch auf den 7-7er. Frage ist, ob er ihn halt removen kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Kommt da der Feuerball, da kommt der Feuerball plus der Ping.
Muss an dieser Stelle kommen, Leute. Muss an dieser Stelle kommen. Hedet hier. Passiert nichts. Alles gut. Hex. Flamerift. Kill. Counterspell. Ja. End Turn. Okay. Counterspell ist also schon raus. Das ist gut. Wir könnten... Ne, wir können eben nicht, aber wir könnten. Fast. Die Frage ist jetzt, was er jetzt auspackt. Ich meine, er müsste noch einen Feuerball da reinsetzen. Und das ist schon ganz schön teuer für ihn, muss man sagen. Arcane Intellect. Okay, Feuerball plus Ping ist schon mal weg. Frostbolt wäre halt gut. Er hittet hier, okay. Okay. Frostbolt. Kein Frostbolt. Secret. Und er ist spät dran, der Typ. Wir froggen hier. Machen den Trade, machen den Turn. Ich will gucken, wie er reagiert. Das ist das, was ich eigentlich sehen will, wie er reagiert. Wir hätten hier auch hier rein traden können in den 5-5er. Das wäre auch gegangen. Aber die Frage ist halt wirklich, wie er jetzt darauf reagiert. Er hat wirklich den Feuerball noch ready. Oh, das, dann war es ein schlechter. Wenn er den Feuerball ready hat, dann war es ein schlechter Trade. Frostbolt. Corridor Creeper. Ping. Ja, das ist. Für mich ist es tatsächlich in Ordnung. Ich hätte mal gesagt, wir. Oh mein Gott, wir können ihn auch crushen. Was macht das? Summon two copies of a friendly minion. Okay, no. Hero Ability and Turn. Wir versuchen hier eigentlich nur noch das Board zu kontrollieren und dann schlussendlich über die Snow Fury Giant Combo zu gehen. Ich glaube, das ist der smarteste Move an dieser Stelle. Ja, es scheint mir der beste Move zu sein. Wir holen uns jetzt ein bisschen Overload, dass wir den halt rauscasten können und dann geben wir ihm am besten beide. Na gut, wir können nur einen leider spielen, aber trotzdem. Counterspell kann er nicht noch einen haben, das ist ganz gut. Oh. Wie viel? Dann kostet der 3, gell? Zack. Evolve? 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 Nochmal? Evolve? Evolve? Ja, passt. 4-6er ist in Ordnung. Müsst den Feuerball reinsetzen. Kann er machen, kann er machen. Wir gehen im nächsten Zug zwar auf 3 Overload, können uns aber auf jeden Fall nochmal halten. Könnten theoretisch, wenn wir wollten, könnten wir ihn sogar schon kopieren. Dann hätten wir 3, 4, 6er. Das ist okay tatsächlich. Er muss jetzt hier noch was reinspielen. Entweder ein Firelands Portal plus Hero Ability oder sonst irgendwas. Das ist aber in Ordnung. Oh. Aha, interessant. Interesting. Sieht denn das aus? 5, 6, 7. Wir haben genau 7, das passt. Machen wir. Remove everything. Because we can. Das wäre halt super traurig, wenn er mir den klauen würde, einfach so. Dann wären wir wahrscheinlich tot. Boah, jetzt zerstört sich Aluneth. Okay. Smarter Move. Sehr smarter Move an der Stelle. Frostbolt. Sehr smarter Move an der Stelle. Muss man etwas sagen. Fuck my
Ich hab's mir fast schon gedacht. Ich hab's mir fast schon gedacht, damit hat er Lethal. Ah, well played. Ich hatte gehofft, weil normalerweise spielen die das inzwischen nicht mehr oder allerhöchstens einmal mit Explosive Rune zusammen, aber so ist es halt einfach Lethal. Selbst wenn ich ihn rausgespielt hätte, wäre es halt Lethal gewesen, das ist das Problem. Kann man nichts machen, Leute, kann man nichts machen. Gut gespielt vom Mage. Oder besser gesagt, gutes Secret vom Mage an der Stelle. Ansonsten, wenn er das Secret nicht rausgekriegt hätte, hätten wir eine sehr, sehr gute Chance gekriegt, gehabt, eigentlich hier wirklich zu gewinnen noch. Aber leider hat sich Schicksal gegen uns entschieden. Oder besser gesagt, der richtige Play des Gegners hat uns gegen sich entschieden. Die Sache wäre halt gewesen, wenn wir den 5-5er rausgespielt hätten, wäre das trotzdem vollkommen irrelevant gewesen, weil wir trotzdem gestorben wären. Wenn ihr das einfach mal hochrechnet, okay, wir behalten den Last of Spellstone direkt auf der Hand. Wenn ihr das hochgerechnet hättet, wären wir schlussendlich trotzdem auf 2 of Lethal gekommen. Ne, 3 of Lethal gekommen und dann wäre es ein Frostbolt, ein Feuerball, noch eine Explosive Rune oder sonst was gewesen. Und wir wären tot gewesen, wenn wir ihn nicht OTK'd gehabt. Wenn wir es nicht schaffen würden, ihn zu OTK'en, und das hätten wir höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Würde ich jetzt einfach mal wirklich so schätzen. Das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft. Okay, Schamane, Leute. Schamane gegen Priest. Ah, er healt nicht mal uns. Er ist ein gemeiner Typ, das merke ich schon. End turn. 1-1. Nice, wir können ein bisschen Damage hitten. Damage ist gut. Genauso gut wie Kaffee. Nein, liebe Kinder, trinkt natürlich nicht zu viel Kaffee. Kaffee ist nämlich nicht gut für die Seele. Ah, okay, vielleicht doch. Okay. Ich habe Hoffnungen, Leute. Ich habe Hoffnungen und Träume. Ich möchte eine Welt, in der es keine Priester mehr gibt. Oh Gott, sie sind so nervig. Oh mein Gott, und das ist ein super Draw, Leute. Das ist actually ein super Draw. Wir spielen ihn dann raus, kriegen ihn dann damit raus, vielleicht, wer weiß das schon. Okay, damit kann er ihn healen, das ist ungut. Also er hätte ihn auch vorher schon healen können, aber damit zieht er noch eine Karte extra, geht auf 8 Karten hoch, gibt ihr den Buff. Wir könnten ja theoretisch die 2 devolven, wenn wir wollten. Ich glaube aber actually, wir wollen erstmal gucken, dass er seinen Removal hier rausholt. Ich finde es interessant, ich hatte die Combo bisher immer auf Turn 5. Immer. Oder halt auf Turn 6, aber trotzdem. Die Combo ist super, super strong, meiner Meinung nach. Und sie hat Potenzial, wirklich, Leute. Sie hat Potenzial. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Schamane vollkommen verloren ist, aber die Combo hat schon mal Potenzial. Okay, er hat einen. Oh, okay. Priest, Leute. Priest einfach nur. Das ist sad. Der Priest ist halt einfach so, da kann man leider nichts machen. Wir könnten auf Spell Damage hier gucken. Wenn wir Spell Damage kriegen, wäre das optimal. Oder sollen wir einfach direkt devolven und sie zerstören? Ich meine, das ist ein One-Drop, Leute. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Okay, wir haben Spell Damage rausgekriegt. Das heißt, wir machen Safe 3 bis 4 Schaden. Dann gucken wir mal, was passiert. Wir wollen ja Overload an den Start kriegen. Echt jetzt? Ach Gott. Wollen hier ja Overload an den Start kriegen. Oh, das ist so traurig. Das ist wieder dieses zwischen 3 und 4. Es könnte sein, dass du ihn tötest oder nicht. Ach, Kalaseth auch noch. Okay, Kalaseth, der krasse Typ. Oh mein Gott, das ist super eigentlich. Ah, es ist gut, komm. Zack. Ich möchte ihn devolven, Leute. Es tut mir leid. Der muss weg. Es sind zu viel Damage und dem seine Ability ist einfach zu krass. Wäre nicht gut gewesen, wenn wir den gelassen hätten.
Da müssen wir das Hexdorf spielen. Wohl, wie viel hat er jetzt? Er hat jetzt hier. Wir sind nicht One Mana off, oder? Wer hat 9? Warte, den froggen wir hier. Coin. 10, 11. Dann behalten wir Board Control. Das ist okay. Können dann den nächsten Zug ihn rausspielen. Laden ihn damit nochmal auf. Dann dürfte er schon der große Spellstone sein. Gehen auf 7. Können also die 2 spielen. Sekunde mal schnell. So, jetzt. Das trifft sich doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir das hier jetzt gezogen haben, oder? Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Ich glaube, das machen wir sogar. Wir machen das hier. Patch. Haben wir ihn schon mal geupgradet. Dann machen wir zack, zack, face and turn. Okay. Wie hoch ist die Chance auf den Anduin? Sehr, sehr hoch, meiner Meinung nach. Raza ist aber noch nicht gefallen. Jetzt ist die Frage, ob er überhaupt Raza Priest spielt, aber ich denke schon, so wie er das gespielt hat. Jetzt kommt der Anduin. Okay. Okay. Das war kein schlechter Play, muss ich sagen. Das war wirklich kein schlechter Play. Hero Ability. Trade. Nochmal den 5er Face. Das Problem ist halt, wir dürfen Anduin nicht unterschätzen hier an der Stelle. Das heißt, wenn wir was spielen wollen, wenn wir den Snow Fury Giant spielen, dann müssen wir auf jeden Fall in Kombination den mit dem Ding rauskriegen. Mit Ancestral Spirit. Aber wir müssten wahrscheinlich den Overload Spell hier, dass wir Leben dazu kriegen. Weil wenn er jetzt halt irgendwie Anduin halt rausspielt, sind wir auf jeden Fall tot. Wenn er halt jetzt Anduin rausspielt, sind wir safe. Also wenn er hier in der Combo Anduin rausspielt, haben wir halt nichts mehr, um irgendwie was aufzubauen. Man muss schon sagen, der Priest ist wirklich ein hartes Matchup da dagegen. Es ist einfach, man muss es einfach sagen. Spirit. Wir hitten ihn hier nicht. Wegen dem Removal. Wir hoffen tatsächlich, dass er hier die Dinge rausspielt. Dass er irgendwann Anduin zündet. Oh, was er halt wirklich Ancestral Spirit rausgezogen hat. Oh, das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Die Frage ist, ob er Anduin überhaupt schon auf der Hand hat. Sollen wir es riskieren, Leute? Sollen wir es riskieren? Ich meine, wie hoch sind unsere Chancen, dass wir da noch irgendwie was ansonsten rauskriegen? Wir machen also Hit. Trade. Play. Summon ihn. End turn. Theoretisch kann man damit fast OTK'en. Ja, und jetzt kommt Anduin raus, oder? Ja, Anduin. Oh, come on, ey. Oh. Priest. Oh, nein, kein Anduin. Kein Anduin ist actually richtig, richtig gut jetzt. Maybe Taunt? Kein Taunt, okay. Trade. 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 Play, wir haben leider nichts mehr. Face and turn. Okay, kein Anduin. Komm, kein Anduin Topdeck. Spirit Lash. Okay, damit kann er einen traden.
Okay, er kann gar keinen traden. Oh mein Gott, das ist actually nicht schlecht. Wir haben es sogar noch geschafft. Nice. Okay, ich denke tatsächlich, dass das eine Budget-Variante war, dass er kein Anduin gespielt hat, aber trotzdem, Leute. Holla die Waldfee, vielleicht ist noch Hoffnung für den Schaman, wer weiß das schon. Ich bedanke mich recht herzlich hier fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Türelü.